Als mich eine Hure küsste. Schlafzimmergespräche. Eine Hure hat mich geküsst, ja, auch mit Zunge. Lange hatte ich es vermisst, dieses Küssen. Und damit ihr es wisst, die Hure war keine ganz junge. Sie wusste mit Ende 30 genau, was sie will, was sie muss und was nicht, was die Kür ist und was die Pflicht. Und nein, niemand zwang sie in ihr Gewerbe. Sie war eine starke und schlaue Frau. Ach, ihr Auge war klares Glas und keine zerbrochene Scherbe. Als sie mich küsste, behutsam, fast fragend, ob sie es dürfe, ob mir ihr Atem behagt, sie für mich mehr als ein Fleischstück wäre, da habe ich so tief und so stumm Ja gesagt zu ihr, zu der Hure. Und das war mir eine Lehre. Du fragst dich, was die Liebe sei, nur wenig mehr als Hurerei. Berechnungen stellt jeder an, als Ehefrau und Ehemann. Selbst bei der kleinsten Tändelei denkst du dir doch etwas dabei. Doch was am Rechnen das Schönste ist, wenn man die Rechnerei vergisst, wenn man den anderen genießt, was leider recht unüblich ist. Ach, schade!